Tja, jetzt sind wir einfach mal weitergegangen. Wieder Richtung Lahnhof. Und dann am Wald abgebogen. Und dann in den Wald gegangen. Und da die Bäume ja alle noch keine Blätter haben, wie man sieht, ist es hier recht schön. Sehr idyllisch. Kinder, ich glaube, heute gibt es keine Tanzvideos mehr. Guckt euch meinen kleinen Wachhund an, der passt auf uns auf. Ist das wohl süß? Ja. Ich habe gerade eine Melone versucht zu essen, aber die schmeckte gar nicht. Also ich habe jetzt alles gegessen, was man auch essen konnte, aber nee. Bevor mir hinterher kodderig wird. Jetzt habe ich noch, tata, eine Pitahaya und zwei Orangen. Hier ist eigentlich mein Tanzboden, aber ob ich den heute noch auspacke, weiß ich nicht. Genau, jetzt bräuchte ich jemanden, der festhält, wie ich eine Pitahaya aufschneide. Kann ich das vielleicht auch mit einer Hand? Was meint ihr? Soll ich das mal machen? Ich weiß ja gar nicht, ob ihr überhaupt wisst, was eine Pitahaya ist. Habt ihr schon mal eine Drachenfrubbel, Chrissy? Warum geht das nicht? Kriegt das Messer nicht raus? Ah, jetzt. Jetzt ging's. Habt ihr, upsala, Entschuldigung. Habt ihr schon mal eine Pitahaya gegessen? Das ist also eine Drachenfrucht. So. Die könnte noch ein bisschen reifer sein, aber die ist schon ganz gut. So, und dann schneide ich die immer auf. Warte, uff, das ist alles mit einer Hand nicht ganz so einfach. Normal mache ich das ja mit zwei Händen, ne? So. Moment. Da geht noch nicht. Wartet. Das drehen wir so um, oder? Da. Also mit einer Hand ist schon abenteuerlich, muss ich sagen. Tata! Und innen drin sieht sie so aus. Es gibt aber auch welche, die sind innen drin richtig dunkel lila rot. Die sind noch besser. Und jetzt kann man die so essen. Nö. Und meiner Mama schmeckt es überhaupt nicht, wird nach nichts schmecken. Ja, wenn man auch keinen Geschmackssinn hat, weil man andauernd Kaffee trinkt, ne? Oder Industriezucker isst oder so, dann schmeckt man das jetzt auch nicht. Und ist wie mit den Avocados. Früher, als ich all das andere auch noch gegessen habe, haben Avocados auch überhaupt nach nichts geschmeckt. Und heute schmecken die genial. Jedenfalls, wenn sie vom Andreas Hahn kommen aus Spanien, von der Finca, die er da hat, schmecken die sowas von gigantisch gut. Und das hier schmeckt jetzt auch richtig, schmeckt richtig lecker. Also die ist wirklich schon, da sieht man mal wieder, je reifer, je besser. Also, das nächste Mal, wenn ihr im Lidl seid, weil die kommen aus dem Lidl, mit Mama nach Pitahayas gucken, okay? Lasst es euch schmecken. Sind wirklich mega genial. Tschüssi!